So, meine Freunde, hier zurück bei dem Spieltagsvorschau-Video wie jeden Donnerstag von Werder. Diesmal unser Gegner, der 1. FC Nürnberg. Wir schauen auf das Spiel. Ich habe auch eine weitere FIFA-Karrierefolge aufgenommen auf meinem Zweitkanal. Erster Link in der Videobeschreibung für die Leute, die es interessiert. Gerne mal abchecken. Da geht es auch hoch und heiß her. Aber jetzt schauen wir auf das Nürnberg-Spiel nach dem Intro. So, Freunde, erstmal hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Real Nico. Hey, Real Nico, viele Grüße. So, meine Freunde, also wir spielen gegen den Tabellenfünften der zweiten Liga. Wir spielen gegen den 1. FC Nürnberg, auch ein sehr sympathischer Verein. Wenn ihr mich fragt, wir gucken uns das Ganze mal an. Wie sind die letzten Spiele? Wo steht Nürnberg aktuell allgemein da? Wie stehen die da? Was sind die gefährlichen Spieler von Nürnberg? Wie sieht es mit dem Marktwert aus? Und wir bauen natürlich auch die Aufstellung für unser SVW für morgen, die Startaufstellung. Und ich mache auch gerne nochmal darauf aufmerksam, nicht nur auf das Video von meinem Zweitkanal, das FIFA-Video, sondern auch gestern haben wir das erste Mal unseren Mittwochs-Reaction-Stream gehabt. Und da haben wir auf Claudio Pizarros Butter bei die Fische reagiert. Könnt ihr euch gerne nochmal reinziehen. Geht so 55 Minuten circa. Wenn ihr nichts zu tun habt, im Hintergrund auch laufen lassen, mitraten, macht Spaß, glaube ich, cool. Und schreibt mir gerne euer Feedback dann darunter. Jetzt schauen wir aber erstmal, wie gesagt, auf Nürnberg. Und wir fangen an mit diesem Ganzen hier. Und zwar die aktuelle Tabellensituation von Nürnberg. So, Nürnberg hat das letzte Spiel verloren, davor zweimal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt. Hat 21 Punkte, eine Tordifferenz von plus 7 und ist aktuell Tabellenfünfter. Abstand zum ersten 5 Punkte, Abstand zu uns 5 Punkte. So. Heißt im Groben und Ganzen, Nürnberg ist genau in der Mitte von dem, wo wir vielleicht auch ein Stück weit, sag ich mal, hinwollen. Denn wir wollen ja eigentlich so ein bisschen, sag ich mal, hoch hinaus, hier so in die Richtung, das wäre doch toll. Aber das ist jetzt erstmal unser erster Gegner. Der erste Gegner, schön, ihr wisst, was ich meine. Also wir haben jetzt das Spiel unentschieden gespielt, davor verloren, gewonnen, verloren. 16 Punkte minus 1 Tordifferenz und eben 5 Punkte Abstand. Heißt auf gut Deutsch, das Spiel ist extrem wichtig, so wie die nächsten auch sein werden, zu gewinnen, um den Anschluss nach oben nicht zu verpassen. Denn bei einem Sieg würden wir auf 2 Punkte verkürzen. Wenn nur noch 2 Punkte hinter Nürnberg einholen, können wir die an dem Spieltag nicht. Bei einer Niederlage von Nürnberg, also wenn wir verlieren würden, hätte Nürnberg 24 Punkte, würden sich irgendwo hier oben einreihen. Und wir hätten halt eben mit unseren 16 Punkten, könnten im schlimmsten Fall abrutschen bis auf Tabellenplatz 13 und wären dann ganz, ganz dicht hier an den Abstiegsrängen, ganz, ganz dicht sogar, an den 16. gerutscht. Was wir natürlich absolut nicht hoffen und auch nicht wollen, ist klar. Ich sehe gerade, ich habe mir hier genau das verdeckt, super. Wir gehen auf die stärksten Spieler von Nürnberg mal gerade ein und schauen uns dazu den Kader einfach mal an. Und da kommt auch schon wieder irgendeine Werbung hier rechts drüber. Egal, ob es interessiert, sowieso nur das hier gerade. Also von daher, Nürnberg hat einen Marktwert von 24,8 Millionen in der zweiten Liga seit 3 Jahren. Tabellenplatz 5, Kadergröße 28 Spieler. Und jetzt kommen wir, achso, hier können wir übrigens auch 9 Bundesliga-Meisterschaften, 4-mal DFB-Pokal und deutscher Zweitligameister auch immer. So, jetzt gehen wir hier runter. Guck mal hier. Das ist nämlich eine sehr interessante Statistik, die wir sonst bei den Ausblicken noch nicht uns angeschaut haben. Und zwar Top-Torschützen, Top-Torvorlagengeber bei Nürnberg. Bei Nürnberg sieht es wie folgt aus. Lino Tempelmann mit 3 Toren aus dem zentralen Mittelfeld. Erik Schuranov auch mit 3 Toren als Stürmer. Der Rechtsverteidiger Enrico Valentini auch mit 2 Treffern. Und dann Daeli und Geis mit jeweils 1 Treffer. Top-Torvorlagengeber, da sehen wir auch wieder unseren Daeli mit 3 Vorlagen, der auch 1 Tor, 3 Vorlagen hat. Lino Tempelmann auch nochmal mit 2 Vorlagen, also 3 Tore, 2 Vorlagen aus dem zentralen Mittelfeld, sehr stark. Auch Johannes Geis, noch ein Mittelfeldspieler mit nochmal 2 Vorlagen, also auch 1 Tor, 2 Vorlagen. Was sagt es uns das? Das Mittelfeld von Nürnberg scheint sehr stabil zu sein und gut in die Saison gestartet zu sein. Daeli als Neuzugang kommt, glaube ich, wird gut, sage ich mal, empfangen. Ähnlich wie Lino Tempelmann. Ja,
die schlagen ein, sagen wir mal so. Das kann man, glaube ich, auch ganz gut so sagen. Vor allen Dingen ist es hier auch nochmal wichtig zu sagen, nicht nur das kompakte Mittelfeld, was scheinbar sehr torgefährlich und torvorlagentechnisch auch gut unterwegs ist. Nein, Nürnberg, und das müssen wir alle vor Augen haben, ist extrem standardgefährlich. Heißt, absolut Standards verhindern gegen Nürnberg. Denn das kann auch mal ganz schnell teuer werden. Und das wollen wir natürlich nicht im Idealfall, dass man da gegen Nürnberg Probleme bekommt. Natürlich schauen wir auch gerade nochmal, übrigens hier auch, ne, 1,5 Millionen Ablösesumme. Der Daeli mit einem Tor und drei Vorlagen, also vier Scorer. Und Schindelmann Leihgebühr von 50.000 gekostet, auch mit drei Toren und zwei Vorlagen. Also, Geld schießt nicht immer Tore, manchmal brauchen wir auch einfach clevere Transfers. Und ich glaube, Nürnberg macht das da ganz schön gut vor, dafür, dass wir zum Beispiel oft rumheulen, wie schlecht unsere finanzielle Situation ist, und dann mal gucken, was andere aus ihren finanziellen Situationen machen, dann wird einem schon ein bisschen schwindelig. Wir haben 43 Millionen Marktwert und Nürnberg ist hier, genau, mit 24 Millionen Marktwert, also dass ihr auch das hier wieder seht, wir haben fast das Doppelte am Marktwert, trotzdem Nürnberg auf jeden Fall in einer besseren Form und ja, würde ich einfach mal sagen, die machen es da richtig. Das kann man auch, glaube ich, so, so sagen in dem Fall. Jetzt kommen wir zur Aufstellung und jetzt wird der eine oder andere denken, ah Nico, die hast du aber doch gestern gemacht. Nein, ich habe gestern nur gezeigt, wie man offensiv spielen könnte, wenn Dux eben nicht fit wird für Freitag. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass er fit wird, aber es steht halt immer noch nicht fest. Man guckt heute beim Training, also wenn dieses Video online kommt, werdet ihr es vielleicht schon wissen, ob er denn eben fit ist oder nicht. Ich weiß es hier zu dem jetzigen Zeitpunkt eben noch nicht. Es gab auch da natürlich wieder ein paar Leute, die gesagt haben, ja gut, aber der wird schon fit sein. Wie gesagt, das Video gestern ging darum, was ist, wenn er bis morgen nicht fit ist, wie man offensiv das Ganze lösen könnte. Jetzt in dem Fall werden wir die Aufstellung bauen, so wie ich sie gerne sehen würde morgen, mit Pavlenka am Tor. Auf der Rechtsverteidigerposition, jetzt kommen wir nämlich zum Eigentlichen auch, ich würde zu Viererkette bauen und nicht zu Fünferkette, aber ich gehe davon aus, dass diese Fünferkette kommt, also wird es so eine kleine Mischung, sage ich mal, von dem Ganzen werden, beziehungsweise komm, wir machen hier unten erstmal nur die drei Innenverteidiger mit Friedel, mit, ich hoffe, Toprak, da ist er wieder dabei, und Veljkovic. So, Veljkovic machen wir hier hin. Toprak machen wir als zentrale Innenverteidigerfigur hier hin. Hoppala, ein bisschen weggerutscht. Und Friedel machen wir dahin. Das wäre die Dreierkette, die ich sehen würde. Rechts, rechts außen würde ich tatsächlich mit Mitchell Weiser gehen, in dem Fall. In der Defensive wäre er dann Teil der Fünferkette, hat aber extrem viel Offensivdrang und auch Offensivqualitäten, sage ich mal. Agu dann auf der linken Seite, weil ich einfach Romano Schmid wirklich gar nicht schlecht sprechen will. Romano Schmid mag ich sehr, sehr gerne. Ihr wisst, ich habe auch ein Trikot von ihm im Wohnzimmer hängen, als ich mir in Bremen geholt habe. Dennoch muss man sagen, ich glaube nicht, dass diese Linksaußenposition wirklich was für ihn ist. Es gab auch den einen oder anderen, die reingeschrieben haben, in der Defensivbewegung geht weiter nach hinten und dann Friede bzw. Jürgen rutscht dann als Linksverteidiger. Aber diese ganze Rumschieberei funktioniert trotzdem nur, wenn der Linksmittelfeld auch eben mitarbeitet und die Position mitgeht. In der klassischen Fünferkette gehen im Normalfall Agu und Weiser mit zurück und damit bildet sich dann eben diese Fünferkette. Natürlich geht es auch, dass nur Weiser zurückgeht und dann aufgerückt wird, aber das heißt nicht unbedingt, dass das besser ist. Fakt ist, so könnte man in einer klassischen Fünferkette gehen. Gehe ich auch von aus, sei ehrlich. So, und dann haben wir ein Dreier-Mittelfeld und einen Doppelsturm. Das Dreier-Mittelfeld besteht, also wie ich es gerne sehen würde auch wieder, aus Gruev. So, wir können auch gerne mal die hier so ein Stück noch nach oben tun, Agu und Weiser. So, Gruev. Ja, genau. So, Gruev. Rappo. Machen wir hier hin, zack, und da machen wir rechts daneben unseren Dauerläufer Manuel Mbom, den ich hier absolut sehe. Wie gesagt, ich bin kein Fan von der Fünferkette. Meinetwegen könnte das gerne auch da in der Viererkette aussehen, muss nicht so aussehen, aber es ist so,
das von dem Spielermaterial her das, was ich gerne dann sehen wollen würde, wenn es eine Fünferkette wird. Vorne drin wären dann Füllkrug und eben Marvin Ducksch. Wenn er eben fit ist, das ist nämlich jetzt die große Frage. So, also wir bauen jetzt einmal so, wenn Marvin Ducksch fit ist, könnte das so aussehen. Ich kann mir aber auch eben gut vorstellen, wenn Marvin Ducksch verletzt ist oder auch einfach fit ist, aber nicht für 90 Minuten, nicht für die Startelf, dass ein Dinci neben Füllkrug als Tempospieler spielen wird. Fände ich gar nicht so unrealistisch, kann ich mir sehr gut vorstellen und würde mich auch irgendwie freuen, für Dinci auch vor allen Dingen, da die Chance zu bekommen. Was ich auch natürlich begrüßen würde, wäre, wenn auf einmal ein Assalé da vorne drin spielt, denn ich glaube, das könnte er auch, diesen schnellen, beweglichen Flitzer da vorne machen. Aber das muss man halt dann schauen. Ja, genau. Und dann sind wir auch schon eigentlich beim Ende angekommen. Wenn jetzt die Kamera auch noch fokussiert, wäre super toll. Ah, da bist du doch. So, genau, sind wir beim Ende angekommen. Und mein Tipp für das Spiel ist ein 2-1-Sieg gegen Nürnberg. Wir holen uns die 3 Punkte, wir kämpfen uns die 3 Punkte. Und an der Stelle freue ich mich auf eure Tipps, auf eure Aufstellungen in die Kommentare. Und würde dann sagen, wir sehen uns morgen beim Matchday wieder. Bis dahin, euer Nico und ciao.